So, okay, Sprinkler, Esstablett groß. Und Wasserleitung. Wasser machen wir mal hier. Essen machen wir. Wobei, ja, das. Machen wir hier das da auch. Weil, ja, dann müssen die nicht so weit laufen. So, hier. So, das ist doch schön. Gut. Wir stecken ineinander. Also, zum Glück ist es so rum und nicht andersrum. Gut. Dann kommt jetzt die Höhle. Natur. Felsen. Ach komm. Sag jetzt nicht, dass Afrika keine Felsen hat. Savannen. Savannenfelsen. Tropen. Tundra. Wüstenfels. Ja, sag ich doch. So. Also. So, bam. Erstmal hier. Warte, So, aber der geht natürlich nach unten, zur Seite, nach da und noch weiter nach unten. So. Und hier hin. Gut. Ja, passt doch. So. Dann passt es. Dann noch weiter. Wüsten. Ja, das machen wir gleich. Wüstenfels. Hier ist noch einer. Das ist so einer. Das ist ja cool. So. Die schweben alle ein bisschen, ne? Aber das richte ich gleich aus. Gut. Uiuiui, nochmal so ein fetter. Hier, aber den machen wir. So. So, und jetzt hier und runter. So, schön. Also hier sieht das nicht sehr gut aus, aber das machen wir dann später. Gut, ja. Dann, wie groß werden die eigentlich? Beziehungsweise wie viele... Warte, Zoopedia. Wie sieht's hier aus mit 2 bis 27? Alter, 27 Männchen und 9 Weibchen. Das ist mal was anderes. Normalerweise ist es ja ein Harem für ein Alpha-Tier, also ein Männchen. So, ja, ich bin der Boss und habe meine 500 Chicks hier. So, hier kommt ein Stähnchen. Ah, dann brauche ich ja eine relativ große Wohnung. Eine Wohnung, ja. Hier. Aber die verschiebe ich noch. Nach hinten und nach da. Ja, nee, das ist ein bisschen. Und natürlich nach unten. So, ja, jetzt habe ich den Stein, den ich davor hingesetzt habe, natürlich. Ich mach mal. Warte, Biotop mache ich dann Wüste. Dann habe ich die richtigen. So. Ich hoffe, dass das die richtigen sind. Wieso? Hä? Also wenn ich X drehe, nochmal X drücke, dann passiert hier nichts mehr. Komisch.
So. Okay. Nochmal den gleichen, bitte. Den drehen wir so rum und dann aber so und dann nochmal so. So, sehr schön. Und dann werden wir hier nee, stopp. So. Jetzt ist der aber wieder zurückgedreht. Juhu. Achso. So, okay. Okay. So. Jetzt. Ist der so? Gut. Dann werden wir einen fetten... nicht den. Der ist doch gut. So. Die werden wir natürlich nochmal ein bisschen verschieben. Die totale Verschiebung. So, und den da werden wir dann auch nochmal so verschieben und nach hinten. Nein, das ist nach oben. So. Und nach unten drücken. So, und dann geht es hier nämlich dann gleich zum anderen weiter. Aber das machen wir dann, wenn zum Beispiel hier die Löwen oder die Hyänen kommen, werden wir das dann machen. So, gut. Und dann kommen die ganzen Deckel drauf. Die Deckel... Ein Deckel, dann hier ein Deckel, mal so rum, hier ein Deckel, dann Deckeli, dann hier schön. Ah, da fehlt noch was. Ein kleiner Stein fehlt da oder zwei. Wie gesagt, das heißt, es wird ja alles noch dann überbaut. So. Ich gehe mal hier rein, dann kann ich das besser sehen, wo noch eine Lücke ist. Na komm. So, wow, das sieht schon fast gut aus. Der kommt weg. Der kommt, der fliegt jetzt hier so. Das ist natürlich super. So. Okay, von innen ist es doch nicht so eine gute Idee. Und hier dann nochmal so ein Deckli, aber der kommt dann nach unten. So. Ja, passt doch. Gut. Dann würde ich sagen... Hey. Habe ich nicht... So. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir die... Das hier drinnen noch ein bisschen kleiner. Also den Eingang. Würde ich sagen. So. Und noch ein bisschen nach oben. So. Und
Und ja, das passt. Und dann holen wir uns noch einen anderen Stein. Nee, der ist zu groß. Der ist zu klein. Ja, vielleicht passt es für die. Weiß ich jetzt nicht. So. Mittel. Ich mache hier einfach alles. So. Gut, dann ein Spielzeug. So, gut. Mal schauen, wie es ihm jetzt geht. Wir müssen noch mal kurz. Okay, stopp. Ernährung, sozial. Natürlich ist das jetzt zu wenig. Lebensqualität, Futter und Beschäftigung. Aber an sich so ist es ganz gut für die. Gut. Und wir haben schon wieder überzogen. Aber ich mache das jetzt einfach am Stück. Also ich mache jetzt eine Session durch. Und cutte das einfach, wie bei Fallen Order zum Beispiel. Gut, dann, was brauchen die? Soziale Gruppe ist natürlich, ja, sorry. Stabiler Rückzugsort. Kurzes Gras brauchen die. Sand ist auch ganz cool. Wie ist denn die Population bei denen? Also, wie wollen die? 3 bis 6. Ein Männchen, 5 Weibchen, alles klar. Das ist jetzt ein Männchen, alles klar. Dann fehlen dir noch 5 Weibchen. Gut, natürlich ist hier auch das Gras zu heftig. Okay, du hast 7495 Quadratmeter von ja, 500. Okay. Gut. Was wollte ich jetzt machen? Genau. Kurzes Gras. Ach komm mal. Also so einen fetten Gehege hier. So. Dann will der noch ein bisschen Sand. Dann würde ich sagen, machen wir hier das Becken voller Sand. So. Schön. Und, ja, warte, felsig machen wir hier unten drin. Warte mal. Okay, das okay, sie können hier auch wieder raus, das ist gut. Erde. Okay. Das passt soweit. Dann wie viel Bepflanzung? Ja, gefällt dir schon. Aber mir noch nicht. So, also, Natur ist Graslandschaft und wieder Afrika. So, und wir wollen alles. Wir wollen Pflanzen. So, gut, also. Ihr bekommt auch, oh, Affenbrotbaum. Oh ja, come on. Yeah. Give it to me, baby. So, so, zwei kleine Bäumchen dazu. Elefantenbaum. Nee, komm. Einer reicht. Ja, wobei, die stehen ja immer alleine, ne? So, dann. Hier gibt's einen fetten Affenbrotbaum. Aber ich. Kaktus. Weiß nicht.
So, da hinten brauche ich was, um... Ah, hier eigentlich auch. Um die Eingänge hier zu verdecken. So. Und hier genau dasselbe. Vielleicht so und ein bisschen Gestrüpp. Sparen, ne? Ich will den noch haben. 5%. Natur. So, und Rohschilf. Das ist schön. So. So. Wohlbefinden, genau, soziale Gruppe ist eben blöd. Genau, das da ist auch blöd. Da machen wir mal hier. Ich mache hier mal Wildhund. Art mache ich. Genau, das Steppenzebra. Steppenzebra. Genau. Da kann ich ja diesen Rückzugsort machen. Unter dem Baum. Wobei, warte mal. Ich will es so machen, dass der den Eingang auch verdeckt. Hier so. So ist es gut, finde ich. So. Dann hier noch Gehege groß. Da natürlich Futter kommt hier und dann hier und was zu trinken. Ich kapiere immer noch nicht, warum die nicht von hier trinken können. Das finde ich ein bisschen blöd. Naja. Das Essen mache ich alles hier vorne, weil dann haben es die Leute nicht so lange so weit zu laufen. Gut, also genau, Platz ist wunderbar. Warte, dann mache ich kurz nochmal Start. Ja. Genau, Springbok ist auch so unzufrieden. Lebensqualität passt. Bonus an mit anderen Arten. Ah, cool. Dem gefällt es hier auch. Das passt auch. Genau, Wüste will er auch. Lebensqualität. Was will der für Population? Ein Männchen und 34 Weibchen. Okay, alles klar. Und das da ist ein Männchen. Ja. Gut.
Dann mache ich hier aber jetzt den Weg auf. Warte. Reite. Aber bitte ohne Geländer. So, Geländer mache ich jetzt auch. Ja, ja, okay. Das ist aber ziemlich blöd. So. Oh. Ja. Die ganzen Wege müssen noch gemacht werden. Warte. Breite. Okay. So, das passt. Und hier mache ich ja jetzt mal das Gelände hier flach. Schauen, ob es klappt. Wege wieder breit. Ja, egal. Kann anscheinend nicht anders. Gut, dann mache ich hier mal Steppenzebra. Und hier Springbock. Und hier brauche ich jetzt auch eins. Einrichtungen. Infotafel. Irgendwie checkt er das echt nicht. Du gehst dahin und bitte hoch. Und warte, ich tu dich gleich hier hin, ne? So, Lea, du haust den da rein. Und hat der da Strom? Der hat keinen Strom. Das ist doch blöd. Das ist wirklich blöd. Wasserauffrischung. Strom. Dich halt so. Und dich mache ich dann hier rein. Okay. Dann hat der Strom. Das ist gut. So. Dann beenden. Gut. Dann wollen wir mal schauen, wie es dann weitergeht. Es fährt schönere und bessere Zoos. Sorry, ich habe euch aus Versehen mit reingenommen. So, hier kommt dein Weibchen, Junge. Yay. Er ist super zufrieden jetzt. Sehr schön, Alpha und... Es sind halt zwei Alpha-Weibchen. Zwei Alphas. Dann würde ich sagen, baue ich hier gleich... ein Arzt hin, oder? Hm, ich
Vivarien will ich nicht. So, denen geht's gut. Futterbeschäftigung brauchen die halt noch mehr. Okay. Denen geht's hier drüben nicht sehr gut. Dann will ich mal schauen, ob ich... Wieder, warte, ich brauche beides sind Männchen, ne? Das da ist ein Männchen und das da ist ein Männchen, ja. Gut. Gibt denen mal Futter, ne? Warte, ich geb den da mal, ich mache mal kurz Pause. Das ist gut, dass er läuft. Mitarbeiter. Afrika. Tierpfleger. Warte, Afrika kann ich Gehege. Genau. Genau, so. Gehege 9. Super. Warte, das nenne ich jetzt Steppe. Gut. Und dann, warte, Mitarbeiter, Steppe und der hat jetzt, Wildhunde. Heißen die so? Weiß ich jetzt nicht. Gut, das sind die da und die da alle. Okay. Gut. So. Wildhunde und Steppen. Die Steppen durch die Wildhunde und Steppe. Beziehungsweise Steppe ist ja jetzt Warte, der hat Wildhunde. Warte, was? Nicht zugewiesene. Ach so, ja. So, warte, genau, die sind nicht so zufrieden. Zufriedenheit. Ja, ist egal. Flamingo. Wildhunde. Arbeitsbereich 6, was ist das denn? Wo kann ich das sehen hier? Arbeitsbereiche. Das ist der dann, ne? Warte, und Arbeitsbereich 4? Das ist der. So. Kein Arbeitsbereich. Doch, hat sie. Warte, okay. V. 0. Genau, weil Flamingo ist ja beides. Genau. Gehege 5 und Gehege 4 und 5. Okay.
Wildhunde 2. Sie und sie. Und Steppe. Genau, dann bekommst du die Steppe. Okay. Okay, gut. So. Da kommen schon die ersten. Oh, der schwimmt. Krass, die schwimmen. So. Gut, wie sieht's denn mit den Finanzen aus? Gesamtgewinn 4000, okay. Sie so war Katzenamisbo.